Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Heute begeben wir uns nach Kashyyyk in der galaktischen Herausforderung, in der wir die alte Republik mit unseren Sith verprügeln werden. Denkt daran, ich spiele am PC mit meinem Lieblings-Android-Emulator BlueStacks und wenn ihr unten in der Videobeschreibung auf den allerersten Link klickt, könnt ihr BlueStacks herunterladen, um das Ganze auch mal hier am PC zu testen, so wie ich. Und ihr helft mir damit sehr weiter, denn das ist ein Affiliate-Link, also schon mal vielen lieben Dank an der Stelle für euch und es ist für euch völlig kostenlos. So, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, was die Modifikatoren sind hier. Rechtschaffende Vergeltung haben wir hier. Erleidet eine Einheit Schaden, verursacht 20% mehr Schaden, kritischen Schaden und so weiter und so fort. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ist nichts Besonderes. Düstere Machenschaften haben die Sith als Bonus und die Gegner haben hier schwungvolle Schläge, weil sie alte Republik sind. Im Endeffekt werden wir die hoffentlich schnell genug wegpusten, bevor sie überhaupt dazu kommen, mit ihren schwungvollen Schlägen auszuholen. Dann haben wir Erfolge. Schließt den Kampf mit einem vollen Trupp aus Sith-Einheiten ab. Das ist gar kein Problem. Es geht wirklich nur um Sith. Wir müssen es also nicht mal mit unserem Sith Imperium machen. Ich will es trotzdem machen, aber na, vielleicht nehmen wir auch Palpatine. Mal schauen. Gewinne nach 8 Zügen in Folge. Okay. Gewinne ohne Unterstützungseinheiten in deinen Trupp einzusetzen und Kampf abschließen. Ohne Unterstützungseinheiten 8 Züge in Folge ist relativ schwierig. Ich werde wahrscheinlich mehrfach hier rein müssen, aber wir werden schauen, wie wir das hinkriegen. Zuerst einmal gehen wir hier auf das Sith Imperium, denn ich möchte das erst einmal ohne Perps versuchen. Wisst ihr, was ich meine? Also erstmal nur mit denen hier. 1, 2, 3, 4 und 5. Ohne diesen Tank, Malak alleine reicht hoffentlich aus, also starten wir mal die Action. So, ihr seht hier, unser Darth Revan wurde markiert vom gegnerischen Revan. Das kann uns völlig egal sein. Der Charakter, der zuerst sterben sollte, ist in der Regel Jolie. Denke ich doch mal, außer da ist irgendwas anderes. Wir greifen einfach mal Jolie an. Wir machen mal hier nochmal Angriff auf ihn. So, sehr gut. Und nehmen auch gleich mal seine Buffs. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir erstmal unsere Stöcke hier auf ihn. Hat nicht allzu viel Schaden gemacht, das ist in Ordnung. Wir machen Furcht. Das ist im Prinzip egal, glaube ich. Ne? Wir machen es mal auf ihn hier. Okay, okay, okay. Oh, der Schaden ist echt übel von denen. Alter Verwalter. Wir müssen Salbar angreifen, also versuchen wir das mal. Und kann ich ihn snipen? Okay, gut. Das hat nicht allzu viel Damage gemacht, aber das ist okay. Ich wollte zu ihm hier. Revan fürchtet sich, der macht sich in die Hosen, voll aus der Angst. Greift weiterhin Jolie an. So, sehr gut. Und wieder drauf. Superklasse. Oh Mist. Von wegen, wir müssen jetzt wieder an ihm hier saugen. Okay, machen wir das nochmal ganz kurz hier. Sehr schön. Aber schon zwei Stapel, das ist wunderbar. Blitzen bringt nicht wirklich viel hier. Greifen wir Salbar an, der kontert. Okay, und kontert wieder. Okay. Und wir schmeißen jetzt unsere Granate hier. Jetzt lohnt sich's. Der hier ist totgeweiht, also hauen wir mal drauf. Hat natürlich nicht viel gebracht eben, okay. Nicht mehr totgeweiht, aber wir können ihm hier seinen Konter nehmen. Das ist schon mal gut. So, haltet noch ein wenig durch. Können wir jetzt mal hier Furcht versuchen nochmal hier auf ihn? Sehr gut. Alle anderen sind zumindest schon mal geschwächt worden. Wir killen Salbar, oder? Nein, noch nicht. Er wurde markiert, ist draufgegangen, okay. Das Ganze ist echt hart ohne galaktische Legende, muss ich sagen. Die heilt sich sogar ganz schön extrem. Alter Verwalter. Okay, pass auf, wir gehen nochmal raus hier. Wir nehmen jetzt einfach Palpatine mit. Mir ist das völlig egal. Wir müssen ja bloß mit Sith gewinnen. Hups, ihr seht, ich nehme 16.30 Uhr auf fast. Wir wählen jetzt hier unsere Sith aus. War das ohne Unterstützungseinheiten, glaube ich, ne? So. Als was gilt er denn hier? Gilt er als Angreifer? Okay, gut. Im Prinzip müsste der alleine reichen, oder? Wir nehmen mal ihn und dann würde ich sagen, versuchen wir es mal mit, Mist. Alleine? Versuchen wir erstmal nur zu gewinnen. Nehmen wir noch Revan, nehmen wir den mit. Vielleicht ihn. Ihn auf jeden Fall. Den dann nehmen wir noch mit. Und ich würde ja gerne noch Dooku mitnehmen. Einfach weil Dooku cool ist. Kommen wir noch Dooku mit. So. In erster Linie ist es wichtig, dass wir das schaffen. Irgendwie. Und wir verbinden uns. Wir verbinden uns mit ihm hier. Sehr schön. Und mit ihm. Wunderbar. Alle von uns haben Konter. Das ist gut. Sie haben auch Palpatine markiert. Das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ihm nehmen wir ganz kurz seine Buffs. Sehr schön. Und dann sorgen wir erstmal dafür, dass wir alle angreifen dürfen. Erstmal das hier. Okay, es hat nicht bei vielen funktioniert. So, ihn hier. Bei ihr schmeißen wir ganz kurz Schwertchen. Dann hier nochmal drauf. Und dann nochmal einen auf Salbar. Sehr gut. So, der hat gekontert. Und dann machen wir nochmal das hier auf alle. Wunderbar.
Die machen schon echt guten Schaden, muss ich sagen. Weitaus mehr, als ich erwartet habe. Und Salvar ist ganz schön tanky. Seht ihr das hier? Oh Gott, dieser Damage. Okay, saugen wir mal an ihm. Wunderbar. Aber im Prinzip ist es egal. Ne? Wir müssen nur dafür sorgen, dass Purpatine hier aufräumt. Später. Und greifen wir jetzt mal hier so an. Okay, super. Schaden auf alle. Bringt nicht wirklich viel, ne? Machen wir mal normalen Angriff hier mit Vader. Kann ich ihn betäuben? Jawohl, sehr gut. So, schicken wir mal alle unsere Sith vor. Gott, steckt ja viel ein. Alter Verwalter. Guck mal, ich komme gar nicht an seiner Verteidigung vorbei. Ich werde meine Ultimate brauchen, definitiv. Ich will erst mal mit einem reinen Sith-Team gewinnen. Deswegen habe ich die anderen als Kanonenfutter mit dabei. Nur Doku ist kein Kanonenfutter. Doku ist Hypercarry. Okay. So. Hier nochmal blitzen. Sehr gut. Ich kümmere mich um die beiden gar nicht, weil die werden eh gleich weggesappt. Machen wir unsere Ultimates. Super. Und dann machen wir nochmal das hier. Sehr schön. Schmeißen mal Stock auf Salvar. Das ist in Ordnung. Machen dann das hier. Boom, wunderbar. Die widerstehen sowieso meistens. Aber das können die nicht widerstehen. Und hier auch nochmal? Nein, okay, gut. Okay, wir haben Dooku verloren. Ihr Schweine, sie haben Dooku getötet. Okay, jetzt ist gleich Palpatine dran und kann gleich mal hier ein bisschen den Müll wegschaffen. Sehr gut. Okay, machen wir erstmal Bastila platt. Super. So, Blitz. Saugen. Oh, er ist gleich down. Nochmal Blitz. Superklasse. Okay, mal schauen, was wir zu Erfolge bekommen haben. 8 Züge. Gewinn nach 8 Zügen in Folge. Okay, wir haben eigentlich alles geschafft, oder? Tatsächlich, alles schon durch. Wunderbar, maximale Belohnung. Wer hätte das gedacht? Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, Freunde. Aber wir hatten noch keine Unterstützungseinheit dabei, ne? Also wenn wir nochmal gucken hier, keiner von diesen Unterstützer. Dooku ist der Angreifer. Das ist ein Tank, das ist ein Tank, das ist ein Angreifer und der ist auch ein Angreifer. Also keine Unterstützung war damit drin. 8 Züge in Folge war auch drin anscheinend. Wahrscheinlich schon durch Vader. Vader macht ja, wenn er seinen Massaker aktiviert, sind das ja einzelne Züge in Folge, ne? Der erste Zug ist das gnadenlose Massaker. Dann greift er jeden Eimer an, das sind ja auch wieder 5 Züge, das sind dann schon mal 6 Züge. Und dann macht er noch irgendwie einen normalen Angriff oder so, ne, wisst ihr? Und ich weiß nicht, ob, und dann ist ein anderer Charakter von uns dran, ob das dann auch gilt. Aber auf jeden Fall macht der allein schon 5, 6, 7 Züge, allein schon Darth Vader. Und dann kommen noch die anderen mit hinzu und dann klappt das schon irgendwie. Der ist ja auch zweimal dran meistens, weil er so schnell ist, bevor die anderen dran sind. Also das geht ganz gut. Jetzt will ich trotzdem mal ganz kurz nachschauen, was das denn hier war. Rechtschaffende. Er leitet eine Einheit Schaden, verursacht sie 20% kritischen Schaden bis sie einen kritischen Treffer erzielt. Ah, okay. Wird eine Einheit mit einem Debuff belegt, regeneriert sie 10% Schutz. Das ist der Punkt, warum wir vorhin Salvar nicht killen konnten, ne? Weil immer wenn wir Debuff auf den Gegner gemacht haben, hat er sich gerade wieder geheilt. Wird eine Einheit besiegt, erhält ein zufälliger Verbündeter einen Bonuszug. Okay, gut. Wird ein Sith-Verbündeter besiegt, erhalten alle Sith-Verbündete bis zum Ende des Kampfes 50% Maximalgesundheit und so weiter. Also das ist ziemlich gut hier für unsere Sith, definitiv, dunkler Aufstieg. Wenn unsere Sith ein nach dem anderen sterben, dann wird halt der übrig bleibt, immer stärker. Und gerade bei Palpatine ist das natürlich sehr viel wert. Also für jeden Sith, weil Dooku gestorben ist, alle unsere Sith stärker geworden, vorhin, ne? Und für jeden weiteren, der gestorben wäre, wäre halt Palpatine richtig, richtig mächtig geworden. Und schwungvolle Schläge hatten die Gegner hier. Alte Replikverbünde sind immun gegen Zähigkeitssenkung. Zu Beginn des Kampfes erhalten alte Republikverbündete 20% Zähigkeit. Für jede andere alte Republikverbündete widersteht ein alter Republikverbündete einen negativen Effekt. Erhalten alle alte Republikverbündete 4% Zugleiste. Das hier, ne? Wir haben denen quasi immer Zugleiste gegeben, weil die dauernd unsere negativen Effekte widerstanden haben. Setzt eine Basisfähigkeit und fügt allen Gegnern echten Schaden zu. Diesem Effekt kann nicht ausgeglichen werden. Das war der Grund, warum wir so viel Schaden genommen haben. Wenn die uns einmal angegriffen haben, hat das eben Schaden auf alle unsere Verbündeten gemacht. Mit ihren Basisangriffen. Aber ihr seht, Papst hat alles im Griff. Dann würde ich sagen, Freunde, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Denkt daran, BlueStacks herunterzuladen. Das ist der Emulator hier. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Und da könnt ihr Galaxy of Heroes auch hier am PC testen, so wie ich. Macht Riesenspaß. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für eure großartige Unterstützung und dafür, dass ihr hier mit dabei seid. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei weiteren Episoden, wenn es wieder heißt, möge die Macht der Separatisten mit euch sein.